bring ich zum zweiten Panel. Ja, und, aber sobald ich runterfalle, sagt das Ding mir, ja, aber du musst unbedingt dann schnell hier drauf. Also unbedingt schnell springen, sonst bringt's nichts. Danke, dass du es mir vorher gesagt hast. Okay, ja, 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 das war knapp. Wow, wo bin ich jetzt? Alter, ist das verbuggt. Praktisch, also, ihr möchtet das so vorstellen, bei manchen Szenen in dem Spiel, nimmt er selber Kontrolle. Das heißt, er steuert automatisch ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Aber ihr könnt selber praktisch dann drücken, in welche Richtung ihr wollt. Und da kommt irgendein Mischmasch von beiden Willen, von euch und vom Computer bei raus. Und das ist, aber der Lichteffekt ist ganz gut hier. Ja, so hier ist Tails. Fick dich. Ja, erstmal freuen, dass er es geschafft hat und dann Tails wahrscheinlich. Ah, jetzt bauen sich plötzlich Tails Füße auf. Ich dachte schon, der hätte irgendwie. Was auch immer. Blim. So. Und auf dem VMU-Bildschirm freut sich Ciao. Nicht der Ciao Zero, der kleine Ciao, dieser mit dem. Ach, scheiß drauf. So. Was kommt jetzt? Gott, ey, könnt ihr mal mit diesen scheiß Witzen aufhören? Long time no see, kam seit diesem Spiel überall drin vor. Ich hasse es. Auch wenn das erste Spiel ist, das hatte, glaube ich. Ja, genau wie dieses Spiel hat auch der, das Ding von Tails viele Bugs. Ey, guck dir schon mal den Mund an. Das ist wie wenn ich den Cartoon zeichnen würde. Wow, das sieht aus wie wie heißt es nochmal? Wie heißt denn das nochmal? Wayne's World. Bei Wayne's World Extreme Close-Up. Wer das kennt, geil gemacht. Okay, das ist ein Chaos Emerald. Mystic Ruins, kenn ich nicht mehr. Jo, mein Flugzeug ist kaputt. Lass uns mal hinlaufen. Und los geht's. You can play with Tails. Einen Moment mal. Ich hatte doch eben schon die ganze Zeit die Auswahl mit Tails. So, hätte mir der dann gesagt, du kannst damit noch nicht spielen. Blub. Das macht mehr Spaß als der Rest vom Spiel, einfach der Frau hier auf den Kopf springen. Okay, weiter geht's. Bam. Bam. So. So, wo muss ich jetzt lang? Wo ist Tails? Ist er hier? Nein. Muss ich jetzt wieder hier lang? Was sieht so aus? Ja. So, jetzt bleibe ich stehen und jetzt geht's weiter. Oder wo ist der jetzt lang? Stopp. Ich bin jetzt irgendwo anders. Stage 1. Collect. Ne, jetzt sehen der mir. Collect 50 Rings. Ja, 50 Ringe sammeln. Was soll ich dann tun? Keine Ahnung, ich mache es einfach mal. Also muss ich das Level jetzt nochmal spielen mit Tails zusammen. Geil gemacht, so kann man auch Level sparen, ja. Blub. Penner. Ey, was. Sag mal. Ey! Wo muss ich jetzt hier lang? Hier lang, oder? Ja, würde ich sagen. So schon mal besser. Weiter geht's. Also wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich hier jetzt noch dran weitermachen werde. Ich werde einfach mal so lange dran weitermachen, wie ich Bock habe. Also, wenn ich dann aufhöre und ich wollte trotzdem weitere Parts davon sehen, dann schreibt einfach einen Kommentar dann irgendwann da rein oder Nachricht an mich oder irgendwas. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist Tails oben. Das ist so verpackt, ey. Das ist so zum Kotzen, aber auch gleichzeitig so lustig. Was auch immer. Was ist denn jetzt los, ey? Manchmal denkt er wird jetzt selber steuern, obwohl er es dann nicht macht. Also, okay, also schreibt einen Kommentar, wenn ich dann vielleicht aufhöre. Weiß ja nicht, ob ich aufhöre. Und was war das denn? Okay, ich muss es nur sagen. Physics waren PlayStation 2 und 1 noch nicht so wirklich vorhanden. Und auch so solche flüssigen Bewegungen, die sich aus einer Bewegung ergeben, das sind nämlich Physics. Waren damals auch noch kaum da. Also,
das Spiel ist halt verbuggt, aber diese Bugs sind nicht so schwul und man denkt auch, kacke, was ist das für ein Scheiß? Nee, aber es ist lustig. Ja, ich kann mir noch ein Leben. Oh. Was nicht Pause drücke. Na, keine Ahnung. Ich mache ein Level jetzt einfach nochmal. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das soll, aber ist mir auch egal. Leben genug habe ich ja jetzt, so. Oh, du bist doch echt. Wo ist eigentlich Tails Schwanz, wenn er springt? Irgendwie ist das überhaupt nicht da. So, jetzt. Ich will mal irgendwo hier hoch, dass ich dann auch irgendwo hinkomme. Das wäre jetzt mal geil. So. Hier versuch's nochmal. Ey. Willst du mich jetzt verarschen? Glaub mir schon. Och, egal. Ich glaube, da bei den Teilen, wo man, glaube ich, eher mal hochläuft, versucht hochzulaufen, haben sich mehr Mühe gegeben. Das macht auch Sinn. Aber der redet das mit dem Homing Attack, das ist auch noch nicht ausgereift. Das funktioniert ja gar nicht. Ja, komm, geschafft so. Das ist so ein bisschen wie Simon's Quest von Castlevania. Man versucht halt, man versucht das Spiel so gut wie möglich zu schaffen. Aber dass man failt, liegt nicht daran, dass man keine Skills hat, sondern einfach, dass das Spiel so schlecht reagiert. Das ist normalerweise eher ein Spiel, das einen frustriert, so eine Art von Spiel, aber hier das Spiel macht irgendwie voll Bock. Besonders wenn man auch weiß, dass das Spiel alt ist und dass das alles neu war, und dann hat man auch mal ein Verständnis dafür, wenn ein Spiel mit solchen Physics auf der PS3 erscheinen würde. Ganz ehrlich, die Firma würde absolut sofort pleite gehen. Keiner wird jemals irgendwas mit der Marke davon wieder drauf kaufen, sage ich euch gerade. Aber das war vor über 10 Jahren. Also kann man verstehen, 13 Jahre her oder so. Aber mal hier sind Ringe. Warum hat er mir am Anfang irgendwas von 50 Ringen gesagt? 50 Ringe ist, oder hat er immer irgendwas mit Super Sonic zu tun? Aber keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wow. Jetzt geht's ab. Oder auch nicht. What the? Was hab ich denn? Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Hä? Wie hab ich denn? Okay, jetzt lassen wir so viele Bugs finden wie möglich. Das macht Bock. Ah. Geil. Einfach geil. Geil. Ich streng mich nicht mal an. Ich finde einfach Bugs so, wie ich, keine Ahnung, einfach mal so, wie ich Bock habe, wie ich lustig bin. Einfach so. Ich streng mich nicht mal an. Ich liebe es, in Spielen Bugs zu finden. Das kann ich auch irgendwie voll gut. Aber bei dem Spiel muss ich mir nicht mal Mühe geben und finde andauernd Bugs. Wenn ich hier die Bugs rausschneiden würde und den Ton jetzt von meiner Stimme wegmachen würde, könnte ich einfach noch ein Video machen aus demselben Material, Sonic Adventure Bugs Part 1. So. So, weiter geht's. Oh, was? Ja, hier muss ich lang. Los geht's. Das ist ja schon mal ganz gut. Da habe ich das gerade ein bisschen geruckelt am Ende, aber das war gerade ganz gut ohne Bugs verlaufen. Das war schon ganz okay. Ah, das ist eine schlechte 3D-Ansicht von Sonic 2, von diesem Endboss-Ding. So. Okay, Tails kommt nicht hoch. Tails fällt mal wieder. Sonic posiert Tails. Oh, ich komm nicht hoch, du Arsch. Level B completed. Zwei. Was überhaupt? Was ist das für Teile? Was für Teile? So. Ich talk einfach mal weiter. Das ist geil. Stadium Square. Adventure Field. So, was tue ich jetzt? Ganz ehrlich, was soll ich jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Ach, hier soll ich hin. Warum habe ich den Level denn jetzt nochmal gespielt? Ich bin so ein Oberhonk, wenn es so teilweise an Spielen geht, die nicht so linear sind. Dann bin ich echt so ein Oberhonk. Was ist das? Ringe, 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 Ringe. Oh! Da oben, man kann da hoch, immer.
Das ist gerade echt verwirrend hier irgendwie. Scheiß drauf, ich geh's mal hier lang. Okay, was haben wir hier? Straße. So, was ist das denn? Twinkle. Ach, scheiße, da geh ich nicht rein. Oh. Polizei, fick dich, mir egal. Och. Okay, ich kann hier anscheinend nicht wirklich viel machen. Kann ich mich hier selber umbringen? Nein, selbst das kann man hier nicht. Genial. Okay. Was ist hier eigentlich los? So, kann ich da rein? Wo komme ich jetzt? Was ist hier? Jo, hier kann ich auch nicht rein. Warum macht ihr dann so offene Ausgänge, wenn ich irgendwie so rausgegangen? Okay, ich muss den Zug zu den mystischen Ruinen nehmen. Wo gibt's einen Zug? Wo gibt's hier Zug? Gibt's hier Zug? Das könnte ein Bahnhof sein, so wie es aussieht. Soon. Heißt das jetzt oder heißt das, ich muss jetzt noch eine andere Mission machen? So, soon heißt das, ich kann jetzt schon rein oder was heißt denn das jetzt? Ah, also bald ist sie da. 5 Sekunden später, ich gehe da. Adventure Field. Mystic Ruins. Mystic Ruins Adventure Field. So, now saving. Geil, so. Geil. Ich weiß nicht, ob ich das gerade machen sollte. Ich glaube nicht. Tatsächlich. Was hat das hier? Was hat das hier mit mystischen Ruinen zu tun? Bitte macht, dass dieses Tier, was da gerade schreit, aufhört.